Der Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bestätigt es, João Palhinha wird im Winter ein ganz, ganz heißes Thema beim FC Bayern München und verschiedene Medien, die berichten bereits darüber, dass auch Palhinha seinen Verein schon darüber informiert hat, dass er gerne zum FC Bayern wechseln möchte. Zudem, es gibt aktuell richtig Ärger rund um Karim Adeyemi und dem DFB und eben auch dem Bundestrainer Julian Nagelsmann. Was ist denn da vorgefallen und warum wird vermutlich Adeyemi auch im nächsten Jahr dann keine Rolle beim DFB spielen? Und wenn wir gerade schon bei Adeyemi und damit auch Borussia Dortmund sind, schauen wir mal, welche internen Kritikpunkte es aktuell an Trainer Edin Terzic gibt. Das und mehr jetzt hier in diesem Video. Vorab, wie immer, lass dein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit direkt zurück zum ersten Thema. Und das soll João Palhinha sein. Er sollte eigentlich bereits im letzten Sommer bei dem FC Bayern München spielen. Da hatte man ihn da, er hat schon ein Foto mit seinem Trikot gemacht, die Nummer 18 war, meine ich, für ihn reserviert und das sollte der neue Holding Sixer beim FC Bayern München sein. Mittlerweile wissen wir, daraus wurde nichts, weil sein damaliger Club, beziehungsweise immer noch sein jetziger Club, der FC Fulham, ihm die Freigabe verweigerte. Hintergrund ganz einfach, man konnte keinen adäquaten Ersatz finden, weil der FC Bayern München, man muss es leider auch so sagen, sehr, sehr spät angeklopft hat. Sie haben quasi erst am letzten Tag des Transferfensters so richtig mit den Verhandlungen mit seinem Club, mit dem FC Fulham begonnen. Das war zu spät und dann musste João Palhinha wieder zurückfliegen und dann hat er sich jetzt auch in einem Interview zu diesem ganzen Thema geäußert und gesagt, dass natürlich dieser Schlag, dass es nicht geklappt hat, seine Familie, alle hatten sich darauf eingestellt, dass er jetzt zum FC Bayern München wechselt, dass es nicht geklappt hat, war natürlich für ihn und seine Familie ein herber Schlag. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, es sind noch ganz viele Transferfenster und anscheinend möchte man jetzt da nachbessern und möchte João Palhinha dann seinen großen Traum, denn auch er möchte weiterhin zum FC Bayern München jetzt im kommenden Transferfenster erfüllen. Denn das bestätigte nun der Bayern Sportdirektor Christoph Freund im Interview gegenüber der Bild. Man sagte, ja, er ist weiterhin auf unserem Radar, es wird vermutlich damit einen zweiten Anlauf geben. Palhinha, der sprach in einem Interview relativ offen darüber, er sagte, generell macht ihn natürlich ein Interesse vom FC Bayern München stolz, er wisse jedoch noch nicht, was die Zukunft bringt, aber er ist sehr optimistisch, dass er noch höher hinausgehen kann. Das heißt, er schließt hier natürlich gar keine Türen nach München. Im Januar ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr wahrscheinliches Szenario, dass man hier beim Spieler anklopft. Er forciert aber einen Transfer natürlich nicht. Er hat erst einen Vertrag langfristig verlängert und verdient jetzt damit auch mehr. Das hat man seitens des Vereins getan, um eben ihm auch so ein bisschen höhere Wertschätzung entgegenzubringen. Trotzdem ist klar, wenn die Bayern anklopfen, dann wird das vermutlich was werden. Denn jetzt ist klar, der Spieler, er kann sich das immer noch gut vorstellen. Christoph Freund hat es nun öffentlich bestätigt, dass man sich weiter mit dem Spieler auseinandersetzt. Mittlerweile da ist es jetzt ja auch schon durchgesickert. Ja, die Bayern möchten etwas auf dieser Position tun. Die Verhandlungen mit dem FC Fulham, die dürften schon bald starten. Und die haben ja auch schon ein Talent verpflichtet, was wohl jetzt im Januar dann auch schon kommen soll und eine Nachfolge von João Palhinha im zentralen Mittelfeld sein könnte. So die beiden Aussagen sowohl des Spielers als auch natürlich von Christoph Freund. Es sieht hier ziemlich gut aus. Man kann das Ganze jetzt noch nicht als fix vermelden, aber es scheint alles ziemlich in die richtige Richtung zu gehen. Und damit würde Thomas Tuchel natürlich auch diese so wichtige Position für ihn, diese Holding Six, bekommen. Und man hätte damit João Palhinha für die komplette Rückrunde, für die kompletten so wichtigen Champions League-Spiele an seiner Seite. Das zu dem Thema, eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Und damit gehen wir rüber zum BVB, zu Karim Adeyemi. Karim Adeyemi, er spielt aktuell, ja, es ist wirklich so ein Mischmasch der Gefühle, so muss man es einfach ganz klar sagen, denn er ist mal Weltklasse und mal fragt man sich, wo seine Form ist. Aktuell würde ich sagen, hat er wieder einen, ja, besseren Lauf und damit stand für ihn natürlich jetzt eigentlich auch die Länderspielpause an. Er wäre für die U21 nominiert worden, entschied sich aber tatsächlich dagegen. Er sagte der U21 ab, da, so zumindest die offizielle Aussage von Adeyemi, er möchte aktuell beim BVB bleiben, um seine gesteckten Ziele zu erreichen. Ja, er möchte sich dort bei Borussia Dortmund unter Trainer Edin Terzic einfach für mehr Spielzeit empfehlen, was natürlich dann auch damit einhergehen würde, sich dann vielleicht wieder irgendwann für die normale Nationalmannschaft, also nicht die U21, zu empfehlen.
Das dürfte aber offenbar nichts werden, denn dieses Handeln, das soll Trainer Julian Nagelsmann richtig erzürnt haben. Er soll gar nicht glücklich sein darüber, dass Karim Adeyemi hier den DFB eine Absage erteilt hat und bei seinem Club bleiben möchte. Das kam bei Julian Nagelsmann nicht gut an und damit könnte sich vielleicht auch schon die Tür für Karim Adeyemi bei der deutschen Nationalmannschaft geschlossen haben. Denn der Bundestrainer erwartet von allen seinen Spielern, dass sie es als Ehre empfinden, wenn sie für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen dürfen, was auch eben die U21 beinhaltet und auch alles für das DFB-Team geben. Und jetzt spekuliert die Bild tatsächlich schon darüber, dass diese Einstellung tatsächlich den 21-jährigen BVB-Spieler die EM-Teilnahme kosten könnte. Es steht natürlich noch nicht fest und kommt auch sehr, sehr stark auf die Form von Karim Adeyemi an, aber er müsste jetzt schon nochmal einiges draufpacken, um zum einen diesen Fehler wieder gut zu machen und zum anderen natürlich auch, um Bundestrainer Julian Nagelsmann irgendwie von einer Nominierung zu überzeugen. Ich bin mal sehr gespannt, ob er tatsächlich diesen Formanstieg zeigen kann. Ich kann mir aktuell noch nicht so richtig was zusammenreimen, Karim Adeyemi, ob er tatsächlich diese Weltklasse, die ihm ja auch immer wieder nachgesagt wurde, ob er die wirklich in sich hat. Teilweise am Ende der letzten Rückrunde hätte ich gesagt, ja. Am Anfang dieser Hinrunde hätte ich gesagt, nein. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber das war meiner Meinung nach auf jeden Fall kein so schlauer Move. Aber wenn wir gerade bei Borussia Dortmund sind, schauen wir auch mal auf den Cheftrainer. Schauen wir auf Edin Terzic. Edin Terzic, er hat keinen leichten Stand aktuell. Es gibt immer mal wieder Kritik. Ja, Füllkrug-Kritik, die gab es. Die wurde aber öffentlich tatsächlich wieder runtergeredet. Er hat jetzt ja nochmal im Rahmen der Pressekonferenz vom DFB gesagt, dass das definitiv nicht an den Trainer gerichtet war. Und er war da auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, sauer auf die Medien, dass das so interpretiert wurde. Man konnte es aber definitiv so interpretieren. Und man muss es auch ganz klar so sagen, man darf den Trainer hier bei der Kritik auch nicht rausnehmen, denn er ist verantwortlich dafür, aus der Mannschaft hier eben zur Verfügung gestellt bekommen hat und teilweise auch Spieler drin hat, die er unbedingt wollte und nicht der Sportdirektor Sebastian Kehl, dass er aus dieser Mannschaft eben auch das Bestmögliche rausholt. Und aktuell bin ich mir nicht sicher, ob das das Beste ist, was man hier aus Borussia Dortmund rausholen kann. Aber was sind denn die großen Kritikpunkte? Denn da soll es jetzt 4 interne Kritikpunkte geben, die da aufkommen. Zum einen würde wohl tatsächlich Edin Terzic bei der Aufstellung immer zu langsame Spieler nehmen. Und das soll auch der Hintergrund der 0-4-Klatsche gegen den FC Bayern München gewesen sein, dass das Team quasi von den Münchnern überrannt wurde. Zudem ist der zweite Kritikpunkt, dass der sehr, sehr starke Julian Brandt aktuell häufig über die Außen eingesetzt wird, anstatt als zentraler Rolle, wo ihn einige Spieler und auch einige Vereinsverantwortliche einfach besser sehen. Und zum anderen der dritte Kritikpunkt sind die TV-Auftritte. Edin Terzic, der wirkt immer sehr, sehr emotional und richtig mitgenommen. Und das soll auch bei den Spielern nicht so richtig gut ankommen. Und der vierte Kritikpunkt ist wohl die Kaderplanung. Denn da war der Coach tatsächlich nicht allein verantwortlich, aber er soll sich gegenüber diversen Transfers gesträubt haben, unter anderem Edson Alvarez, unter anderem Edison Cavani im letzten Jahr. Das sind alle Spieler, die er nicht haben wollte und die jetzt im Nachhinein vielleicht Borussia Dortmund deutlich hätten weiterhelfen können. Das sind so die Kritikpunkte, die jetzt seitens Sport 1 und eben auch von der Bild genannt wurden. Das sind auf jeden Fall die Töne, die es da wohl sowohl in der Kabine, aber als auch in den Geschäftsräumen von Borussia Dortmund so in Richtung des Trainers geben soll. Ich bin sehr gespannt, ob das hier nicht nochmal für Trainer Edin Terzic auch hart werden könnte. Wir haben jetzt die nächste Entlassung in Bundesliga-Ebene gesehen bei Union Berlin. Da hat auch niemand gedacht, dass man so einen Trainer rauswirft, der emotional mit dem Verein verbunden ist. Auch das könnte Edin Terzic blühen. Was meint ihr? Eure Meinung zum Thema Borussia Dortmund, zum Thema der ganzen News hier in dem Video, gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.